herzlich willkommen zur 22. Jugendkonferenz der IG Metall. Wir befinden uns hier in Willingen. Hinter uns können wir den Sauerlandstern sehen. Dort findet die Konferenz statt. Und was da genau passiert, das schauen wir uns jetzt an. Was erwartest du die nächsten 3 Tage von der IG Metall Jugendkonferenz? Dass wir einige Diskussionen führen und dass wir auf gute Abschlüsse kommen gemeinsam. Dass wir uns halt einig werden gegenseitig und natürlich trotzdem auch nebenbei ein bisschen Spaß. Ich freue mich auf die Wortbeiträge aus den anderen Bezirken und ich hoffe, dass es fair zugeht bei uns und dass wir natürlich gemeinsam diese legendäre Jugendkonferenz genießen. Ja, wir sind mit Anträgen hergereist, ne, und ich hoffe, dass wir unsere Anträge auch soweit durchkriegen. Ich hoffe, dass wir ein paar spannende Diskussionen hier haben, dass wir zu einigen Themen Grundsatzdebatten führen und da auch zu guten Ergebnissen kommen und dass wir hier insgesamt mit einer gestärkten IG Metall wieder rausgehen. Wir sind mit 230.000 jugendlichen Mitgliedern der größte politische Jugendverband in diesem Land. Unsere Arbeit, unsere Aktivitäten und unsere Positionen beeinflussen natürlich maßgeblich die Politik, auch die Politik der IG Metall. Mit dem Songmedley der Popakademie für die 7 Bezirke haben wir den ersten Tag der 22. Jugendkonferenz hinter uns gebracht. Heute Abend wird es nochmal bezirkliche Abende geben. Wir sind gespannt, was uns da erwartet. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.